Mit unserer Serie Destination beginnt für uns ein neues Kapitel. Wir wollen neue Wege gehen. Wir gehen weg von reinen Tutorials, von den Endergebnissen und dem starren Blick auf das, was hinten rauskommt. Oder auch der bloßen technischen Umsetzung. Wir werden uns um das Große und Ganze kümmern. Fotografie mit allem, was dazugehört. Den Höhen und eben auch den Tiefen. Was fast schon ein bisschen esoterisch klingt, ist eigentlich recht simpel. Wir wollen unsere Reise in fremde Länder dieser Welt genau so zeigen, wie es eben als Fotograf ist. Ungeschönt und ehrlich, aber trotzdem immer mit dem Fokus auf die Fotografie und das Land, welches wir bereisen. Denn oft sind es die leisen Zwischentöne, die Alltäglichkeiten und die gemeinsamen Momente zwischen den epischen, großen Sachen, die eine Reise so besonders machen. Wir werden viel erleben auf dieser Reise. Viel Schönes, viel Anstrengendes, Verrücktes und Unvergessliches. Das ist Destination Neuseeland und das ist, was uns alle Fotografen antreibt. Vielleicht nicht nur das Foto, sondern das Erlebnis hinter dem Foto. Wer kennt nicht den Spruch, der Weg ist das Ziel. Fangen wir mit ein paar grundsätzlichen Dingen über die grüne Insel an. Neuseeland ist keine einzelne Insel. Es sind zwei große Hauptinseln und zahlreiche kleine Inseln drumherum. Es liegt fast genau auf der anderen Seite der Erdkugel. Wenn man von Neuseeland eine direkte Linie durch den Erdmittelpunkt durchstechen würde, dann käme man in Spanien wieder raus. Viel weiter weg von Gölle kann man nicht sein, ohne den Planeten zu verlassen. Wir konzentrieren uns während unserer Reise auf die Südinsel. 14 Tage sind einfach zu wenig Zeit, einem so großen Land in Gänze gerecht zu werden. Das Land ist ungefähr gleich lang wie Deutschland. Aber 4,8 Millionen Menschen wohnen in Neuseeland, davon ca. 1,2 Millionen auf der Südinsel. Das sind gerade einmal 17 Einwohner pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, Deutschland hat im Gesamten 231 Einwohner pro Quadratkilometer und auch hier stehen wir uns nicht gegenseitig auf den Füßen. Es verspricht also ziemlich einsam, aber auch ziemlich idyllisch zu werden. Berühmt ist Neuseeland vor allem für seine Landschaften. Die meisten werden wohl Herr der Ringe oder den Hobbit im Kino gesehen haben. Alle Filme der Reihe wurden fast gänzlich in Neuseeland gedreht. Dieses Land vereinfacht einfach unfassbar viele verschiedene Arten von Flora und Fauna in einem und macht es dadurch zu einem wahnsinnig attraktiven Land für Globetrotter. Und eben auch, richtig, für Fotografen. Mit einem Camper und unseren insgesamt 5 Kameras, 3 fürs Filmen, 2 fürs Fotografieren, 15 Objektiven, Slider, Gimbal und noch einiges mehr an Ausrüstung, machen wir uns auf den Weg, dieses Land zu erkunden und zu erfahren. Aber bevor wir mit Destination Neuseeland so richtig starten können, müssen wir erstmal dorthin kommen. Ans tatsächlich andere Ende der Welt. Wir haben gerade, wenn ich anfange mit so, verdammt, ich lerne es nicht. Wir haben gerade unser Gepäck abgegeben und es hat alles mega gut geklappt. Kleiner Tipp von uns beiden, am besten sprecht ihr das mit dem Fotothema und das mit der Fotografie direkt an. Ja. Da war jetzt auch gerade jemand, der hat dann direkt gefragt, ob wir einen Gimbal dabei haben, hast du gesehen? Mit den Akkus und ob das alles gepackt ist. Und die sind meist super freundlich. Ja, einfach ansprechen und da war das jetzt auch mit dem Gewicht vom Handgepäck gar kein Thema. Also ich bin jetzt echt gespannt, was passiert. Wir müssen mit ganz schön viel Ausrüstung durch die Security und Bombentests. Viel Akkus. Lithium-Ionen-Geräte, das sind die kritischen. Also eigentlich haben wir nur eine Wattstunde mit dabei, so grob. Wenn es hochkommt, pro 2. Person. Maximal 3. Aber ich schätze, einer von uns wird einen Bombentest machen müssen. Wer wird es sein? Ich denke alle. Gib die erste Runde aus. Ich denke alle. Wer richtig tippt oder wer als erstes... Wer Bombentest machen darf, der gibt eine Runde aus. Okay, das dann, wird teuer. Es gibt 4 Runden. Muss ich wohl. Fuck.
Nee, mal erzähl's. Gibt kein Bier. Für keinen. Ich war so sicher, dass wir, eigentlich müssen Fotografen mit so viel Ausrüstung immer Sprengstofftest machen. Und bisher wurden wir auch immer kontrolliert, aber diesmal haben wir mega Glück gehabt. Alle mega freundlich, keiner wollte von uns irgendetwas sehen. Mit den Akkus keine Probleme, alles perfekt. Also Düsseldorf kann man wirklich... Ja, wollte ich gerade sagen. Daumen hoch für den Flughafen Düsseldorf. Jetzt geht's los. Es gibt leider so ein bisschen schlechte Nachrichten. Und ja, wie soll man das sagen? Ein kleiner Zyklon ist auf unserem... Ihr habt das gewusst, Zielgebiet. Oder? Ihr habt das gewusst. Ja, klar. Aber sollen wir dich jetzt vorher verrückt machen? Das bringt doch nichts. Die haben mir nicht Bescheid dafür gesagt. Dafür kennen wir dich doch. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, ein Zyklon ist das, was ein Orkan hier in Europa ist. Genau. Falls es noch nicht bekannt ist, Martin hat unfassbare Angst vorm Fliegen. Clevere Berufswahl für so einen Flugschisser. Besonders problematisch wird Flugangst dann, wenn ein besonders starker Zyklon über dem Zielgebiet wütet. Kombiniert man das mit weiteren 20 Flugstunden vorher, bekommt man sicherlich viel Spaß mit Martin, eingesperrt in einer wackelnden Flugkabine. Eigentlich wollten wir Martin gar nichts sagen von Zyklon und so. Der Sturm war aber die letzten Tage so stark, dass selbst deutsche Zeitungen über das Wetter in Neuseeland berichteten und Martin dadurch schon vorher informiert war. Das macht Reisen neben einem Nervenbündel nicht gerade angenehmer. Zurück zum Zyklon. Ein Zyklon ist quasi genau das gleiche wie ein Hurricane oder ein Taifun. Je nach Region, wo ein solcher Wirbelsturm auftritt, nennt man ihn halt anders. Und dieser machte sich genau da breit, wo wir hinwollen. Der Flug verspricht also lustig zu werden. Eine kleine Online-Recherche ohne Martin hat schon gezeigt, wie heftig Gitter in Neuseeland ihr Unwesen treibt. Und man darf gespannt sein, wie die Wassermassen und Winde unsere Reise beeinflussen werden. Denn anders als in dichten besiedelten Gebieten mit mehr Infrastruktur kann eine Straßensperrung in Neuseeland auch bedeuten, dass man schlicht und ergreifend nicht weiterkommt, weil es keine alternativen Routen gibt. Auf der Südinsel gibt es de facto eine Straße Richtung Süden. Und wenn die zu ist, dann sind die kleineren Straßen in Richtung der Berge sowieso schon unbefahrbar. Konsequenz: nichts geht mehr. Wir müssen, nachdem wir in Christchurch gelandet sind, noch gute 250 Kilometer hinter uns bringen, um an unserem ersten Spot für die Nacht anzukommen. Und zwar natürlich genau durch das am heftigsten betroffene Gebiet, mit einem riesigen Camper, einer erfahrenen Schrankwand, auf überspülten Straßen, die meistens sogar geschottert und nicht mal geteert sind. Da werde auch ich ein bisschen nervös. Die Reise kann beginnen. Wir fliegen jetzt von Düsseldorf nach Abu Dhabi. Abu Dhabi. Wo ist eigentlich Abu Dhabi? Ist das ein Land oder eine Stadt? Das ist eine Stadt. Das fängt ja schon gut an, dass wir was erklären wollen und gar nicht frag wissen. Dich, gut, ist nur ein Zwischenstopp. Wir haben uns natürlich über Neuseeland reichlich erkundigt. Dann Zwischenstopp 6, 7, 8 Stunden und dann weiter Richtung Sydney. Und dann von Sydney nochmal 3-4 Stunden weiter Richtung Christchurch. Nur noch ein Katzensprung, ne? Die ja, dann ist, Stunden, ne? Wenn du jetzt noch weiter wackelst, dann wackel ich mit der Kamera rum wegen meinem Arm. Ich würde sagen, los geht's, oder? Auf geht's. Über die Tasmanische See. Übrigens, wer denkt, dass Neuseeland direkt neben Australien liegt, der täuscht sich. Das sieht auf unserer bekannten Weltkarte vielleicht so aus. In der Realität fliegt man aber entspannte 4 Stunden von Sydney nach Christchurch. Trotzdem, nur noch ein paar hundert Kilometer Flug und wir betreten das erste Mal neuseeländischen Boden. Wir sind angekommen in Christchurch, New Zealand. Es war eine lange Reise. Marc, wie geht's dir? Ich bin todmüde, aber ich freue mich wie Bolle jetzt auf die schöne Zeit hier.
wir sind jetzt, glaube ich, 24 Stunden geflogen, waren 30 Stunden unterwegs, plus Flughafen, An- und Abfahrt und... Oh, ich kann ja, keine Filme, Wahnsinn. Kein Entertainment-Programm mehr angucken. Hast du viel geschlafen? Nee, auf dem ersten Flug, glaube ich, 2 Stunden und jetzt nach Sydney nochmal 1,5 Stunden, aber ist mit hell, dunkel und Zeitverschiebung und irgendwie... Ja, ich fühle mich auch gerade so ein bisschen komisch, wie auf Drogen so ein bisschen, ne? Ja. So Schlafentzug ja, plus ganz komisch hell. Aber ich wollte noch kurz sagen, für uns ist jetzt, sind ja 14 Tage eigentlich Fotografieren angesagt. Heute ist aber erstmal noch ein bisschen halblang machen, denn wir müssen uns erstmal parat machen, sodass wir wirklich mit unserem Camper, der gleich gebracht wird, auf Reise gehen können. Wir haben super viele Akkus, super viele Sachen zum Laden. Da muss es eine logische Struktur geben. Wir haben Videokameras, Fotokameras, wo alle Objektive liegen. Also es muss auch erstmal so ein bisschen der ganze Camper verwandelt werden. Muss erstmal alles verstaut werden. Ja, wir konnten im Vorfeld auch nicht klären, ob die Koffer irgendwie in Pack, ob wir einen Stauraum haben, ob das alles reinpasst, wo wir was lagern können, dass wir auch irgendwie effizient arbeiten können. Das ist halt auch immer ganz wichtig. Genau, also für uns ist auch ganz wichtig, solche kleinen Griffe zu machen, wie wo liegt genau was. Jeder muss wissen, wo volle, wo leere Speicherkarten, was ist mit einem leeren Akku, was passiert mit dem, wohin geht der. Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst, wir werden nicht jeden Abend einen Campingplatz finden mit Strom und deswegen werden wir nicht jeden Abend laden können. Also wir können nur laden, wenn wir wirklich eine Stromsteckdose irgendwo finden. Das Auto selbst hat nur 12 Volt. Batterie leer, ne? Ja, die hat ja auch nicht viel. Ne? Ja. Das ist halt schwierig. Und in der Fahrt haben wir auch nur 12 Volt, weil, also wie gesagt, 220 Volt gibt es nur dort, wo eine wirkliche Steckdose ist. Und das ist halt in Neuseeland nicht immer der Fall. Was gibt es sonst noch zu sagen? Dann, ja, einkaufen müssen wir noch. Einkaufen. Dann. Ja, ausräumen, einkaufen, vorbereiten, genau. Und dann losfahren, oder? Also ja, endlich mal raus aus Christchurch kommen und dann hin in die irgendwo Richtung Berge. Vernünftiges beißen und nicht nur Flugzeug essen, weil Essen müssen wir auch noch. Essen im Flugzeug ist halt immer ein bisschen nicht so schön. Können wir auch gleich nochmal vielleicht drüber sprechen, über unsere Erfahrungen mit dem Fliegen, also ja, vielleicht so Tipps und Tricks, wie wir solche Flugreisen als Fotografen mit sehr viel Ausrüstung angehen und was es da vielleicht auch zu beachten gibt, um da durch alle Flughäfen und alle Sicherheitschecks und alles so durchzukommen. Aber ich würde erstmal sagen, wir beenden es hier, gucken jetzt, dass wir den Camper zu begreifen bekommen, der ja gleich gebracht wird, und fahren dann erstmal los nach New Zealand. Also wir sind ja schon in New Zealand, also genau, wir fahren jetzt aus der Stadt, in dorthin, wo geil ist. In die Natur. Tschüsschen. Tschüss. Unseren Camper. Wir können loslegen. Das Wetter wird auch jetzt von Sekunde zu Sekunde besser, auch wenn es noch ein bisschen stürmisch hier ist. Aber wir haben jetzt noch mal einen kleinen Trip zur Campervermietung machen müssen, weil wir ein paar Klötze und Keile vermisst haben. Das gibt uns die Möglichkeit, hier in Ruhe, am Flughafen war es ein bisschen hektisch, in Ruhe über Tipps und Tricks zum Reisen mit Fotoausrüstung zu geben. Wir haben jetzt ja fast oder über 20.000 Kilometer mit 3 Flügen hier verbracht und haben viel Ausrüstung hier am Start. Und wie ist es? Was kann man da tun, damit das Reisen mit Fotoausrüstung angenehmer und besser wird? Und von daher knapp und kurz unsere Tipps und Tricks zum Fliegen mit Fotoausrüstung. Beim Punkt Security Check-In, den hatten wir jetzt oftmals, hätten wir gerne was gefilmt, aber genau das ist dort verboten und das machen wir auch nicht, ist der Punkt, dass man mit Verständnis und Offensivität an die Sachen geht. Bedeutet, wir sind oftmals von vornherein an die Leute, haben gesagt, hey, hör zu, wir sind Fotografen, wir haben super viel, sollen wir irgendwas vorher schon machen, sollen wir alles rauspacken? Einfach das Ganze auch ganz offen, ganz direkt angehen. Das ist meistens der beste Punkt und zwar das kombiniert mit Verständnis. Was wir jetzt erlebt haben auf der Reise war recht krass. Es gibt immer wieder Leute, die den Menschen vor Ort, die da arbeiten, gar kein Verständnis mitbringen. Also, wo man so richtig diese Angenervtheit gemerkt hat. Wir sind teilweise, ich glaube, wir sind jetzt durch 6 oder 7 Security-Check-ins gekommen. Jedes Mal bei Transit wieder neue. Aber ja, so ist es halt. Also, man darf die Leuten das nicht zeigen und auch nicht, das darf man denen gar nicht in die Schuhe schieben. Verständnis mit Offenheit. Das kombiniert hilft extrem viel.
Ein riesengroßes Problem, was wir schon im Vorfeld haben kommen sehen, sind Lithium-Ionen-Batterien. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, aber eigentlich darf man keine einzige Lithium-Ionen-Batterie mehr ins normale Reisegepäck, sondern muss alles im Handgepäck transportieren. Und das ist okay, wenn man vielleicht eine Kamera mit zwei Ersatzbatterien transportiert. Aber sobald da Zusatzausrüstung für irgendeinen Panoramakopf, für irgendwie iPads, für irgendwelche Zusatzausrüstung kommt, dann kann das sehr schnell, eine Drohne zum Beispiel, dann kann es sehr schnell einen Punkt erreichen, wo man es vielleicht auch gar nicht mehr legal mitnehmen darf. Und da einfach mal ein Praxistipp von uns aus. Wir haben deutlich mehr mitgenommen, als eigentlich erlaubt wäre, aber die haben uns ja reingelassen damit. Wir verstecken das auch nicht. Wir haben Lithium-Ionen-Schutzbrandbeutel. Wir zeigen es denen. Wir zeigen den Leuten vor Ort, dass wir das Problem kennen und dass wir sozusagen ihre Arbeit auch wertschätzen und dass wir mitdenken. Diese brandsicheren Beutel, die machen einfach auch einen guten Eindruck und es ist nicht so, als dass man irgendwie was versteckt. Man kann es sowieso nicht verstecken, weil man muss alles in diese Maschine legen und wenn es auffällt, dann fällt es auf. Also das ist ein ganz großer Tipp. Wirklich auch mit Verständnis schon wieder und auch mit Vorbereitung an die Sache gehen. Ich habe schon öfters erlebt, viel problematischer als das Carnet oder als dieses Carnet, ist, dass viele Fotografen so ihre Ausrüstung zerstückeln. Es werden Sachen mitgenommen, wo dann aber das eine Teil fehlt und das andere dort liegt. Und das ist super gefährlich. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere weiß, aber man sollte fliegen mit einsatzbereiten Sachen, die man auch zeigen kann. Wir wurden, glaube ich, in Dubai gezwungen, alle unsere Sachen zu demonstrieren. Wir mussten Laptop anmachen, das weiß jeder, aber wir mussten auch fast jede Kamera wirklich benutzen. Weil diese Stoffe, die Gläser, da zeigt der Scanner oftmals nur organisches Material an und das kann so oder so sein. Das heißt also, manchmal zwingen sie einen einfach zu sagen, hey, mach es an, mach ein Foto und dann ist gut. Ein richtig guter Praxistipp ist, mit der richtigen Kleidung zu reisen. Wir haben zum Beispiel allesamt Cargohosen an und diese Cargohosen haben halt doppelte, also eigentlich vier Taschen. Und damit kann man sehr gut irgendwelche Dinge transportieren, die dann nicht ins Reisegepäck mit reinkommen. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Das Handgepäck hat ja immer Gewichtsklassen und alles, was man am Körper trägt, wird da eben nicht mitgemessen. Das heißt, die entsprechenden Taschen, die entsprechenden Jacken auch nehmen und das Ganze kombiniert mit den schweren Dingen, zum Beispiel die Akkublöcke oder die Powerblöcke, dann die in die äußeren Taschen der Hosen zu stecken, ist ein ganz wichtiger Tipp. Bezüglich des Gewichts gibt es auch noch einen Tipp, und zwar sollte man sich bei den Fluggesellschaften erkundigen, ob vielleicht gewisse Dinge aus der Gewichtsklasse herausfallen. Beispiel, bei uns war es so mit Etihad, dass Computer und Personal Items, und dazu zählt auch die Fotokamera, rausfällt aus der Gewichtsbeschränkung. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel die Kamera immer am Rucksack außen getragen. Mit Peak Design, einem kleinen Halter, kann man sie oben reinstecken. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil man da durch die Gegend rennt und eine Kamera dauernd griffbereit hat. Das kann auch wieder nachteilig sein bei den anderen Punkten, die ich genannt habe. Aber grundsätzlich ist es so, dass man dann im schlimmsten Fall die Kamera einfach wegklickt, das Ding raut, in die Tasche wiegen lässt und sagt, okay, alles klar, damit ist gut. Weil, und das ist jetzt wirklich ein riskantes oder es ist wirklich eine präsente Gefahr, wenn beim Fliegen jemand sagt, okay, die Tasche ist zu schwer, hat man eigentlich keine Lösung, als zu sagen, okay, dann geben wir sie auf ins Fluggepäck. Dann nimmt die Stewardess und tut sozusagen ins Flugzeug unten rein und dann kriegt man mit gut viel Glück die Tasche nachher dann wieder, was bei solchen Wertgegenständen, bei solchen Größen, die man natürlich als Fotograf dann transportiert, gar nicht so cool sein kann. Bedeutet, da Vorbereitung ist echt ideal und deswegen aussuchen, auch Fluggesellschaften teilweise, wie die mit Gepäck und Personal Item und zweiten Taschen und Rucksack und Laptop und dergleichen umgehen. Eine weitere Sache wäre, dass man von vornherein rangeht und Dinge ins Reisegepäck steckt. Und da gibt es Versicherungen, die übernehmen die Versicherung auch des Reisegepäcks, also das, was man aufgibt. Wir hatten zum Beispiel in einem unserer Koffer einen Rucksack komplett mit einem der größten Objektive. Das 200 bis 500 mm, was wir dabei haben, haben wir im Reisegepäck transportieren lassen. Das war das schwerste Objektiv. Und das ist bei unserer Versicherung auch im Reisegepäck versichert und damit haben wir gar kein Risiko, außer dass es vielleicht vor Ort weg wäre und wir uns hier im lokalen Fotohändler Neues kaufen müssen. Aber die Gefahr, die Kosten nicht getragen zu bekommen, ist nicht mehr da. Achtung, die meisten Fluggesellschaften und die meisten Versicherungen ersetzen gerade so bei einem Fluggepäckstück, was verloren geht, so den Wert von einem richtig guten Koffer. Da ist nicht wirklich viel an Ausrüstung drin, was man dann sich ersetzen lassen kann. Da muss man höllisch aufpassen, dass man da extra abgesichert ist.
Jetzt kommt unser Tipp, der hier nicht im Einsatz war, aber eigentlich bei jeder anderen Flugreise im Einsatz ist. Und zwar, Fluggesellschaften transportieren zusätzliches Sportgepäck, wie Fahrräder, wie irgendwelche Bretter, Surfbretter, Golfschläger und dergleichen. Und wir geben immer unsere Stative und unsere großen sperrigen Stangen, ne, wo man sieht, da irgendwie Alustangen sind drin, die geben wir als Sportgepäck auf. Ist extrem günstig und ist extrem effizient und hat dann auch keine Gewichtsbeschränkung mehr in dem Maße, dass, also die, ich glaube, das sind exorbitant große von 33, 40 Kilo dann teilweise, die es wiegen darf. Aber man ist dann halt gar nicht mehr im normalen Gepäck drin, sondern man hat es wirklich dann in einer anderen Kategorie und das ist sehr preiseffizient und sehr toll. Was wir jetzt festgestellt haben und was wirklich erstaunlich ist, und das würde ich auch jedem anderen nochmal ans Herz legen, ist, geht doch einfach mal offen als Fotografen auf die Leute zu. Sagt zum Beispiel den Flugbegleiterinnen, dass ihr da einfach mal ein Foto aus dem und dem Grund machen wollt. Oder sprecht einfach auch mit Leuten am Flughafen, dass das jetzt gerade ein tolles Motiv ist, dass sie es fotografieren wollen und ob das okay ist. Die meisten Leute werden mit Ja antworten. Komischerweise, wir haben sehr viel mehr Ja bekommen als Nein auf der Reise und allein schon auf den ersten zwei Reisetagen. Und es gibt auch Dinge, die man oftmals gar nicht glaubt. Bei uns hat zum Beispiel dann die eine Stewardess von Etihad, hat dann gesagt, oh, komm, jetzt geh doch kurz mal rein, das Flugzeug ist noch leer. Und dann konnten wir auch ein Foto machen von der komplett leeren Maschine. Und es war so in Abu Dhabi, vorhin habe ich, glaube ich, Dubai gesagt, aber es war Abu Dhabi. In Abu Dhabi war das gar nicht so geplant. Aber es ist richtig toll, was man auch teilweise, vielleicht auch andere Länder, andere Sitten, aber was man da für tolle Positiv-Emotionen entgegengebracht bekommt, worin wir in Deutschland vielleicht manchmal so eher auf Unverständnis oder auf irgendwelche kalten Reaktionen stoßen, gibt es in anderen Ländern richtig tolle Emotionen. Ich hoffe, das waren ein paar tolle Tipps und Tricks für das Reisen mit einer relativ großen Profi-Ausrüstung mit dabei. Für uns geht es jetzt weiter. Wir müssen noch die ganzen genannten Sachen tun. Wir haben noch nicht eingekauft, wir müssen noch was essen, wir sollten auch irgendwann mal schlafen, wir müssen noch weiter wegfahren. Es gibt noch genug zu tun. Ich hoffe, dass euch auch die nächsten paar Minuten noch gefallen und ich würde sagen, auf geht's. Tatsächlich haben wir echt Glück mit dem Wetter, auch wenn es nicht nach Hochsommer aussieht. Zyklon Gitter lässt auf jeden Fall nichts mehr groß von sich hören. Hier und da tröpfelt es noch ein bisschen, aber die großen Wassermassen und teilweise noch gesperrten Straßen behindern uns kaum noch. Es klärt langsam aber sicher auf, wir können vereinzelt die Sonne sehen und freuen uns, jetzt doch nicht mit unserem Camper durch die Gegend zu fliegen, sondern sicher auf der Straße fahren zu können. Wir müssen noch ein paar Besorgungen machen. Tanken, möglichst ungekühlt haltbare Verpflegung kaufen und dann ab auf die Straße zu unserem Zwischenziel am Fuße des Mount Cook. Zur Erinnerung, wir müssen von Christchurch zum Lake Tekapo. Gute 250 Kilometer auf Straßen, die man in Deutschland eher Privatwege nennen würde, mit Linksverkehr und akutem Schlafmangel und Jetlag. Mittlerweile sind wir fast 40 Stunden auf den Beinen. Aber hey, ein ganzes Land wartet auf uns und wir haben doch nur 14 Tage. Die ersten 250 Kilometer tatsächlich hinter uns gebracht. Wir haben gelernt, auch ohne große Einflüsse durch Wind und Wetter, die Fahrzeiten, die man sich in Deutschland denken würde, kann man hier getrost verdoppeln oder verdreifachen. Und das, wenn die Straßen gut sind. Für die Strecke von 250 Kilometern, die wir auf ca. 3 Stunden geschätzt haben, brauchten wir einfach mal 7 Stunden. Mittlerweile ist es kurz vor 3 Uhr, es ist dunkel geworden und wir sind an unserem ersten Spot für die Nacht angekommen, dem Lake Tekapo und der Church of the Good Shepherd.
Diese einzigartige Kirche ist 1935 eröffnet worden und nur mit Materialien aus der direkten Umgebung gebaut worden. Das ganze Gebiet ist sehr beliebt bei Astronomiefans, da es zu einem Dark Sky Preserve gehört. Diese weltweit sehr seltenen Gebiete sind ohne relevante Lichtverschmutzung und es gibt wirklich nur wenige Orte auf der ganzen Welt, wo die Lichtverschmutzung so dermaßen gering ist wie hier. Lichtverschmutzung erfolgt übrigens durch Lichtquellen in der Umgebung. Ein Flughafen oder eine Stadt strahlen über Kilometer hinweg und verseuchen damit die Atmosphäre mit Helligkeit. An dieser Stelle können wir perfekt ein paar Worte über die Astrofotografie verlieren. Astrofotografie hat ein grundsätzliches Problem. Sterne sind gar nicht so hell, wie man denken mag. Jedenfalls nicht das Licht, was auf der Erde ankommt. Das wäre nicht wirklich schlimm, wenn sich Sterne nicht auch noch zusätzlich bewegen würden. Okay, die Erde rotiert und nicht die Sterne bewegen sich. Kommt aber im Endeffekt auf dasselbe hinaus. Man muss also eine perfekte Kombination aus Brennweite und Blende finden, denn die Belichtungszeit ist begrenzt. Je nach Brennweite kann man eben nur maximal eine bestimmte Dauer belichten, bevor aus Sternen Striche werden. Bei 24 mm sollte man nicht länger als 20 Sekunden belichten, bei 14 mm gehen aber noch 35 Sekunden in Ordnung. Je nach Objektiv schränkt dann die Blende weiter ein oder bietet Möglichkeiten. Marc hat sich direkt das 35 mm mit f1.4 geschnappt und ich habe doch eher die Brennweite präferiert. Dadurch hat Marc natürlich einen Vorteil an der Blende, ich aber einen Vorteil, was den Fokus und die generelle Schärfe durch die deutlich kleinere Blendenöffnung betrifft. Bei unseren Aufnahmen, leider war der Himmel nur ganz kurz ohne Wolken und zog sich ziemlich schnell wieder zu, haben wir auch direkt die App-Steuerung genutzt. Damit lassen sich bequem im Stehen die Kamera auslösen und Fotos direkt überprüfen. Wenn man in der Dunkelheit die Handy-App-Steuerung nutzt, dann bitte darauf achten, dass man die Helligkeit des Displays absolut reduzieren sollte, um sich nicht völlig der Sehfähigkeit im Dunkeln zu berauben. Und bei der Belichtung sollte man aufpassen, wohin das Handy-Display leuchtet. Sonst hat man plötzlich eine riesige Sonne im Bild, was eigentlich in der Nacht aufgenommen ist. Es ist sage und schreibe 3 Uhr, also 10 vor oder sowas. Nee, genau. Genau, also 3 Uhr. Ja. 3 Uhr. Ich kann die Uhr weglegen, weil wir gehen sowieso gleich ins Bett. Bist du auch so müde wie ich? Boah, Wahnsinn. Ich meine, der Flug und das alles war schon anstrengend, aber jetzt nochmal, was jetzt alles kam, mega. Also wir wollen aber keine Mecker-Mem-Serie-Folge draus machen, sondern wir wollen das Ganze hier mit so ein bisschen abschließen, den ersten Tag. Er war relativ unfotografisch, auch wenn er jetzt am Ende nochmal mit ein bisschen Sternstraßenbildern geendet hat. Aber ja, wir mussten halt erstmal alles parat bekommen. Bisschen organisatorische Sachen. Hat relativ gut geklappt. Was denkst du mit dem Camper? Ist es für 4 Leute? Ist okay? Es ist an der Grenze und wir werden uns nach den 2 Wochen noch besser kennenlernen. Und weil es ist schön. Also ich habe schon Schlimmere gesehen. Also das muss man natürlich sagen, es hat schon seinen Reiz. Wir sind jetzt aus Christchurch rausgefahren, sind dann übers Land gefahren und wir haben zwar dank der Dunkelheit nicht wirklich viel sehen können, aber man erahnt natürlich, was da morgen auf uns wartet und was da noch für Schätze kommen in der Natur. Ich glaube, wir werden dann überrascht sein, wenn wir morgen hier aufwachen, was wir da sehen. Ich habe nur Steine gesehen. Und ja, ich glaube, also, und Wasser und Sterne. Wir sind hier am Lake Pukaki. Und habe ich es richtig gesprochen? Ich glaube, ne? Ja. Und das ist einer der dunkelsten Orte der Welt. Und das ist wirklich tatsächlich so. Also ja, unsere Videokamera musste auch zusätzliches Hilfslicht nehmen, sonst hätten wir gar nicht mehr filmen können. Wir haben noch ein paar Fotos von der Milchstraße gemacht. Wie gesagt, in einer Viertelstunde, wir sind alle durch. Aber das haben wir uns einfach nicht gehen lassen, da nochmal ein bisschen rumzuspielen mit beiden Kameras. Ich finde deine mit dem 20mm 1.4 sind einfach vom Look her nochmal irgendwie deutlich angenehmer geworden. Man sollte auch keine Sternstraßenfotos machen mit 10mm. Ja. Und Blende 4.5. Aber es hat irgendwie doch auch geklappt, aber ja, guck da vielleicht mal selber im Abschluss gleich. Was gibt's noch zu sagen? Wie fandest du so das Land, der erste Eindruck? Ich wusste ja, dass Neuseeland und Australien irgendwie sehr britisch, Commonwealth-technisch angehaucht sind, aber ich hätte nicht gedacht, dass man so viel, also es sieht irgendwie mehr nach USA aus, oder? Ich auch so, wo wir einkaufen waren, diese Parkplätze, diese Shopping-Center, diese Werbung überall und die Läden,
Da sind auch viele, die es in den USA gibt. Und die, der, wenig Haus, der Häuserbau auch, ne? So, genau. Wie die Häuser, ja, und die Straßen gebaut, ja, sind. Ja, wenig britisch, sehr amerikanisch. Oder auch viele amerikanische Pickups. Und, aber vielleicht sind andere Städte noch anders, wir werden es sehen. Aber komischerweise, weißt du, was absolut völlig verrückt ist, dass sie im Endeffekt die Kilometer in Kam, also dass, genau, sie metrische System, ja, haben, aber links fahren und mit, ja, also das ist völlig. Woher kommt das jetzt? Also, ich habe keine Ahnung, müssen wir mal Wikipedia befragen vielleicht. Ja, das ist echt krass. Ansonsten hoffe ich, dass diese erste Folge schon mal einen kleinen Ausblick gegeben hat. Jetzt sind wir angekommen, wir sind in Neuseeland, wir sind auf den Pfaden der schönsten Fotospots dieser Insel. Und morgen können wir uns auch wirklich früh drum kümmern. Wir werden vielleicht aufgrund des Jetlags noch ein bisschen ausschlafen und vielleicht nicht sofort um 5 Uhr aufstehen, weil es wären 2 Stunden. Oder wir können nur 2 Stunden schlafen wegen dem Jetlag. Wir wollten eigentlich noch was zu kochen machen, aber das, ja, hat dann nicht mehr gereicht. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir beenden es hier. Ich freue mich auf die nächste Sendung, den nächsten Tag. Und es sind ja noch einige Tage, die da kommen. Warte, Marc, sag ich schon. Marc, willst du das letzte Wort sagen? Was soll ich sagen? Ja, ich freue mich auch. Also es war ein schöner Tag, es war eine schöne Anreise, zwar lange. Alles in allem ein super Einstieg, finde ich. Und ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich ja, dass du wirklich sprechen kannst. Ich glaube, das hätten wir wenigstens erwartet von dir. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen besser. Ja. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, aber Marc ist jetzt nicht so der 10 Jahre lang vor der Kamera stand, weil das einfach nie für notwendig gehalten hat und auch nie wollte. Aber das hat heute ganz gut geklappt als guten Einstieg, ne? Ich bemühe mich, okay. Tschüss, Jens. Tschüss. Tilochen, gute Nacht. Gute Nacht. So, Marc, lass mich mal durch hier. So, wir machen Pflicht aus. Der nächste Tag Destination Neuseeland steht uns bevor. Mussten wir heute erstmal ankommen, viele organisatorische Dinge klären und noch ordentlich Kilometer hinter uns bringen, um aus Neuseelands urbanem Raum rauszukommen, steht unser Camper jetzt direkt am Ufer des unfassbar türkisgrünen Lake Pukaki. So eine Farbe in endloser Weite haben wir noch nie gesehen. Die Fotos wirken fast, als ob man in Lightroom mit der Maus abgerutscht wäre. Ein toller Tag voller Fotografie wartet auf uns, genauso wie die Weiterreise zum Mount Cook, dem höchsten Berg Neuseelands und damit auch dem Tasman Glacier. Trotzdem bekommen wir direkt am Anfang des neuen Tages direkt einen deutlichen Dämpfer verpasst und wir werden uns schwarz ärgern. Warum? Wieso? Das ist Teil der nächsten Folge, Destination Neuseeland.